Einen guten Abend. Was ich erlauben. Nein, nein, nein. Tyrawald, ich dachte, du hast Urlaub. Du kannst noch ein bisschen. Oder? Morgen nicht mehr, oh je. So, eine Lichtflutung. Hallo Engel. Naja, vielleicht dauert es ja auch gar nicht so lange, weil ich wollte ja nur noch den Rest machen. Denn ihr wisst ja, oder ihr erinnert euch, ich war plötzlich weg beim letzten Stream, da wir einen Mini-Stromausfall hatten und dann ging mein Rechner nicht so ohne weiteres wieder an. So dass ja. Und Mittwoch auf Dienstreise. Ja, dann ist es so, Tyra, weil ist doch ist mach wie du das dir am besten passt. Wie es dir am besten passt. Ne? Ich freue mich natürlich mehr, wenn du live zuschaust und dann auch ein bisschen mehr, dass noch einer mehr da ist zum Miteinander reden und schreiben. Genau, aber es passt halt immer so, wie es passt. Ne? Genau, ich hatte ja schon gesagt, oder auch geschrieben bei Discord. Ich habe wieder dieses Gefühl, das ich immer habe, wenn gleich der Punk abgeht. Ich höre was. Ein Geräusch. Verdächtiges. Eigentlich eine Ich habe Pause. was gehört. Gibt eine Pause-Taste. Oh. Das wollte ich doch gar nicht. Ich höre ein Geräusch. Wo ist die Pause-Taste? Wo ist die Pause-Taste? Die drückt man so selten. Genau. Ja, richtig, Tyrell. Richtig. Warum auch immer die so flimmert, dieses Pausezeichen, aber es scheint zu funktionieren. Genau, also was ich gemacht hatte, nachdem es abgestürzt war, es war ja so, dass ich auf dem Stand war, dass ich hier wieder am Eingang des Zauns gehockt habe und dann auf die Gegner geschossen haben, hab, die sich hier oben so versammelt haben, hier oben in der Ecke, wo jetzt so viel Zeug rumliegt, auch einfach von denen, die ich da bekämpft habe. Genau, und das habe ich nochmal wiederholt und dann habe ich also meine Söldner auf den Dächern verteilt. Genau, das ist jetzt der aktuelle Stand. Ja, und da würde ich jetzt an der Stelle weiterspielen. Es sind auch jetzt nicht mehr so mega viele Gegner. Wie viele sind es noch? Hä? 9. Genau. 9 Gegner in den Gebäuden. Und niemand mehr außerhalb. Und dieses kleine Gebäude hier unten habe ich schon mir angeguckt. Ja. Und hier gibt es auch einen Schalter und ich erinnere mich noch, dieser Ich Schalter höre was. Ich habe was gehört. öffnet hier diese Türen, da wo die ganzen Zeichen dran stehen, diese Hände. Keep out.
oder so. Genau, also wenn ich da den Hebel ziehe, dann gehen diese Türen auf und Ich höre was. dann kommen auch die bösen Jungs da raus, sozusagen. Ich wollte noch Ich höre ein Geräusch. ein bisschen umstrukturieren, weil an manchen Stellen eben noch Ja. niemand ist. Was war Sie. das? Und das wollte ich Sie. so nicht lassen. Also Ja. hier gibt es noch Türen, wo eben noch niemand ist, Sie. wo ich noch jemanden hinbringen wollte. Ja. Ihn werde ich hier mal noch in die Mitte setzen. Ich höre was. Ja. Ich habe was gehört. Und sonst habe ich jetzt quasi so die Ja. ganzen Türen umstellt. Mo mehr oder weniger. Ich höre ein Geräusch. Doch noch Munition dafür. Das wollte ich nicht. Ganz schönes Gewusel. Sie. So, Miguel kommt noch hoch hier in die Mitte Ich höre was. dieser Was Türen war und das? dann lege ich die noch alle hin. Erd. Erd. Warum? Ich habe was gehört. Ich höre ein Geräusch. Erd. Bin bereit. Ja. Ich höre was. Hey. Genau, weil ich auch annehme, wenn die Ja. Türen jetzt aufgehen, dass ich so besser sehe. Genau, und wenn die jetzt da hocken, dann ist es wahrscheinlich eher gefährlich. Also jetzt ist die Ich habe was Frage, gehört. wo Ich sind höre ein die Geräusch. Milizen? Chris hockt hier so, dass er hier Ich höre was. gut was abdecken kann. Ich bin verdammt sicher, man, dass ich was gehört habe. Yep. So, dann werde ich mal die Türen öffnen. Wir speichern nochmal. Okay. Ich höre ein Geräusch. Sehe jetzt noch nicht Ich direkt. höre Bin was. bereit. Oh, Okay. oh. Und da tut sich Hat was. hier jemand gerade was gesagt? Und Das wollte Fox. ich schon immer machen. Und jetzt geht's los. Okay, Fox kriegt jetzt eine Unterbrechung. Und weil der hier vorsteht, oder? Ich hoffe, ich treffe nicht. Okay, sieht gut aus. Ich habe ihn doch getroffen. Und er ist auch schon kritisch mit dem einen Treffer. Ja, gut. Naja, dann ist es eben so. Okay. So, okay. Dann werde ich mal. Ich glaube, die sind jetzt alle. Ich glaube, nur Fox hat eine Unterbrechung bekommen. Okay, das stimmt. Naja, schauen wir mal. Der rennt erstmal wieder weg. Und er So wirft ein Mist. Ja. lieber mal eine Rauchgranate rein. Und jetzt haben Iggy, Ira und Mad Dog eine Unterbrechung bekommen. Das ist also unterbrechungsreich. Das war ja auch so ein bisschen meine Hoffnung. Und die sollten jetzt eigentlich nicht den anderen treffen. Den falschen treffen.
So, das war schon mal Iggy. Yep. Und die beiden hier auch noch. Ich denke, da kann ich auch mit der AK gut zielen. Oh. Ja. Mal schauen, ob der Mad Dog das Ganze auch ohne Feuerstoß hinbekommt. Jetzt wird es nämlich doch wieder gefährlich für ihn hier. Aber anscheinend ist jetzt nichts passiert. Okay, also der ist ja auch schon mal angekratzt. Ja, Engel, Thürerberg, geht's euch beiden gut? Also Thürerberg, ich nehme an, dir schon, wenn du auf Dienstreise bist. Das war ein Treffer. Jetzt überlegt der Computer. Anscheinend kann er sich nicht entscheiden, was er macht. Ich hoffe, es hängt nicht. Ah, jetzt geht's weiter. Okay, also er ist getroffen. Ja. Linz ist jetzt nun auch nicht der Stärkste. Ich nehme ihn vielleicht mal lieber raus. Dafür kann er sich besonders gut verarzten. So, Ira sieht weiterhin gut. Den da. Trifft leider nicht. Nehmen wir an, Mad Dog und Iggy ebenso. Können wir nochmal. Geil! Ich hasse es. Mehr Kugeln. Okay, da kann ich gerade nicht nachladen. Aber gut. Wir haben sich jetzt nicht blicken lassen. Dann würde ich sagen, warten wir. Yep. Warten wir ab, welche Unterbrechungen als nächstes kommen. Ich bin verdammt Caesar, man. Das ist was. Verflixt. Der setzt sich direkt in die Tür. Gute Idee. Die töten die sich jetzt gegenseitig? Hat das. Das hat eine Miliz geworfen, oder? Die hat da die Granate geworfen. Crazy. Das ging schnell. Fantastisch. Ja, auch diese coolen Kugeln da geladen. Pace. What's up? Pisse. So, und Eis bekommt eine Unterbrechung. Eis ist da drüben. Ah, aber von dem dort, komischerweise. Nicht von dem, der da vorne steht. Der hat nur die Tür geöffnet. Ja. Leider nicht getroffen. Die Wasser. Dafür bekommt auch Hamus jetzt noch eine Unterbrechung. Und Grizzly, beide. Das wird nicht besser. Lassen wir es dort. Okay, schade. Ja. Scheint nicht wirklich gut treffbar zu sein von dort. Ja. So, ich denke, Brain sollte den da sehr gut sehen. Das ist der Fall. Oh.
So, es liegt ja in der Tür. Auch ganz gut. Konrad sieht ihn auch. Die Frage, ob er denn auch trifft. Sie. Okay, die sehen ihn nicht mehr und ja. Grizzly wahrscheinlich auch nicht. Richtig. Okay, dann bleibst du jetzt erstmal dabei. Oh. Der konnte sich wieder hinhocken, aber... So, jetzt hat Herr Moose wieder eine Unterbrechung und auch Grizzly, von dem, der da hinten drin rumrennt. Mal gucken, ob es diesmal gelingt zu treffen. Irgendwas stört. Die Kiste stört. Da schießen sie mal gegen. Naja, ich versuche es trotzdem. Ja, manchmal geht dann doch eine Kugel vorbei. Wenn du ins Gras beißt, heißt, vergib dann den Hund zu fressen. Ja, das ist eine gute Frage. An den Hund sollte man schon denken. Ich hoffe, du hast eine Versicherung für den Hund abgeschlossen. Bin bereit. Falls du ins Gras beißt, dass der Hund versorgt wird. Ach, keine Sorge, ich lasse dich nicht ins Gras beißen. Ich nehme erstmal Konrad, weil Konrad wird halt nicht mehr teurer. Denke ich zumindest. Die haben ja ihren Festpreis, die ich jetzt hier in Arulco aufgegabelt habe. Die Söldner. Die ELM-Söldner, die werden halt weiterhin teurer, wenn ihre Werte steigen. Verliert Geschicklichkeitspunkt. Okay, schade. Ist er jetzt dann reingerannt ins Gebäude? Sieht so aus, oder? Als sei er drin. So, jetzt liegt er im Sterben im Gang. Grizzly hat durch den Treffer leider an Aktionspunkten verloren. Tamus trifft leider weiterhin. Ich höre ein Geräusch. Verflixt. Okay. Fox sieht den. Leider keine Unterbrechung. Und da sehen wir leider nicht, was da drinnen passiert. Die Passe. Gibt Spektra-Helm auf. Okay. Vielleicht sollte ich zur Unterstützung mit reingehen. Ja. Haltet Abstand! Dort befindet sich, wie ich glaube, eine Falle. Ich sollte mich vielleicht an die Arbeit machen. Barry ist ja der Sprengstoff-Experte, von daher ist er ja genau der Richtige dafür, diese Falle zu entschärfen. Nicht schlecht! Sehr schön. Ihm auch ganz gut weitergeholfen. Okay, er kann die Tür leider nicht öffnen. Dann positioniere ich ihn jetzt nur. Lass ihn da reinzielen. Ja, Konrad, ja gut. Der hat auch gute Sprengstoffkenntnisse. Kann ich wahrscheinlich auch versuchen. Falle dort zu entschärfen. Na.
da ist eine Falle, die unbewaffnet werden muss. Die Falle muss unbewaffnet werden, richtig? Verdammt, du zugenäht! Na gut, jetzt hast du die Falle halt ausgelöst. Das war keine Sprengfalle, von daher. Ja. Nicht schlimm. Also den lassen wir einfach mal da liegen, weil dann kann der da nicht rauskommen und mir hier gefährlich werden. Eigentlich von Vorteil. So. Bin bereit. Sie sieht leider niemanden da drin. Die beiden werden nur von der Miliz gesehen, die sich jetzt da reinbegeben hat. Ist natürlich super gefährlich, was sie da macht. Ja. Meta könnte ich mal runterholen, dann kann der auf den da schießen. Leider habe ich schon sinnlos Aktionspunkte verbraucht, weil die Waffe nicht geladen war. Vielleicht belassen wir das mal so und machen das in der nächsten Runde. Okay. Ja, Trevor. Ja. Komm doch mal hier. Alright. Mit reingerannt. Oh. Nicht schlecht. Bin bereit. So, jetzt bekommt Fox eine Unterbrechung. Der steht zum Glück noch. Im Gegensatz zu der Söldner, Milizin. Hallo Steven. Hallo Steven. Welcome. Okay. Fantastisch. Das ist wegen dem... It's because of the ST in the beginning and even in the end. So... Everybody guesses your name is Steven, but it's not correct. You are Staff 7, right? Yeah, I'm also misread this. Everybody's blind, yes. Ah, sorry. Okay. Grizzly kriegt mehr Treffer ab. Bin bereit. Sie fürchtet sich ja nicht. Ich gehe mal mit Vince weiter nach hinten. Der kann sich ja dann da in Ruhe verbinden. So, jetzt aber mit Doc. Da. So, I never tried multiplayer with Jagged Alliance. I did not even know that it is possible until I see it on your channel. But yes, I guess almost everything is possible via mods. Okay, ich verstecke ihn mal hier hinter. Ja, yeah, but not today. Not today. Seven stuff. How can I call you? Stuff 7 is not an unusual name. Here. Compared to Steven. Okay, er kriegt die Tür nicht auf. Ja. Ja. Maria. Maria. Ready anytime. Okay. See. Ja. Okay, dann kriegen sie die Tür eben nicht auf. Dann yep. Lass ich mal Trevor dahin rennen.
Ja, der kriegt das hin. Aber auch erst in der nächsten Runde. Hallo, lieber Freaky Graf Sushi. Freaky Family, nein. Die Gilde für Herzensangelegenheit. Gibt's die denn noch? Gibt's die eigentlich noch? Okay, also ich nehme mal auch. Ja. Bisher wurde er nicht wirklich stark getroffen. Ich kann es weiter versuchen. Ihn zu treffen ist natürlich jetzt ein bisschen gefährlich. Auch für Mad Dog, der jetzt da quasi hinter der Kiste hockt. Aber ja, die Richtung stimmt schon, die Hamus da schießt. Aber es ist jetzt das erste Mal, dass durch die Kiste durchgeschossen wurde, dass die Kugel durchging. Das, ich habe ihn gespürt. Oh. Habe mir eine blutende Fleischwunde zugezogen. Ja. Ja. Dann kümmere dich mal um dich. Oh. Metok. Zieh mal in die Richtung. Mal gucken, ob der jetzt da rauskommt. Also, wen haben wir? Wir haben hier. Also, wie viel haben wir denn jetzt noch? Wir haben noch 5. Einer rennt hier rum, einer rennt hier ungefähr rum. Ja, probably. Herr Thürerwall, schade, dass mir der Graf nicht antworten will. And, do you think it's only a problem of German speakers? Or is it because there are almost only the German Jagged Alliance 2 players? Almost. Okay. Okay, okay. Ja. Stuff Steven, Stuff 7. Stuff 7. Only Germans. Yep. Ja gut. Right on. Ah, hell's bells. Ups. Okay, hier ist noch einer. Die restlichen 4 sind alle da. Yes. They left some of the comments the same because of their mother tongue. So to let this or to make this visible or hearable that they are from different locations of the world. So, Trevor from Australia. Okay, da sind viele Benzinfässer, die könnte ich auch zur Explosion bringen. Das wären ganze 24 AP, das lohnt sich nicht so wirklich. Ich werde mal nur mit ihm. Nehme einen zurück. Leg mich mal hin. Leider nicht getroffen. Yep. Ja. Und er macht sich mal
dran, vielleicht damit einzugreifen. Ja. Mit ihm gehe ich vielleicht auch eins zurück. Nee, das reicht noch nicht. Das reicht noch lange nicht. Naja, dann gehe ich erstmal auf die Seite. Yes, I also like Trevor. Therefore, I always hire him. But he is the most expensive merc. Yep, yes. Yep. Yeah, when he grows, he gets the most expensive one, so it's not the best choice from that reason, or for that reason. But he has a lot of qualities. He can open almost anything. He detects every das Falle. Any hidden things? Any trap? Yes, right. He can repair stuff. He is a good explosives guy. Yeah. And he's a good shooter. He's fast. So, yeah. Right. Right, he's so multi-useful. Yeah, compared to others. They might be so with him you can use only one merc instead of three or stuff. Hey, ich hab was entdeckt. Okay, dann kann ich ja mal Eis auch noch mit reinholen. Die hat sich ja da ganz gut abgesichert. Die sind ja alle hier hinten. Ich sehe ja jetzt, wo sie sind. Da wird dem Eis ja nichts passieren, wenn er hier bleibt. Mach trotzdem mal den Kopf runter. Gib Wasser. Yes. Ja. Sie. Okay. Sie. Dann gehe ich mal noch mit Miguel runter. Der kann ja auch von dort unterstützen. Also einfach mal hier rein zielen, wenn er das nicht eh schon tut. Sieht ein bisschen so aus. Ne, tut er noch nicht. Kann er denn da? Ach so, auf dem Dach. Hier. Du. Bin bereit. Yep. Ja, Konrads Voice ist strange. I agree. Okay, Ira will support Mattock in there. What's up? Okay, dann lasse ich mal wieder die Runde vergehen, gucken, was passiert. Der ist ja gut. Der ist ja gut. Das war nicht gut. Das ist ziemlich gefährlich für Carlos jetzt.
Only a moose, okay. Yeah, if you have just one merc, he also will be very good in the end, right? So Hamus is not the best, but he's not bad. Did you finish also on insane with the couple, the bad couple, the bad batch? Enemies don't attack him? Okay, interesting. Okay, who saves Carlos now? Or do I reload? Not sure when I... reload. With Flo and Biff, right, this couple I meant. Si. Yep. Yeah. But not on insane, or just... Or do you finish with them on insane? What's up? Hey, ich hab was entdeckt. So hard. I don't know. What's what were the difficulty levels? The usual? Experienced, novice, experienced, and expert. On expert? Yep. Right on. Ah, hell's bells! Was can this sign? Okay, done. See. Dieses Mal etwas vorsichtiger. Also ich lege ihn nochmal hin. Schieß mal so, dass er sich dann beiseite rollen kann. 20 brauche ich noch übrig. Na, ich werde es mal nicht zu sehr... Okay, sehr schön. Zu genau machen. Okay. Sie. Den Rest mache ich mal schon so ungefähr gleich. Only Psychos. Is anybody psycho of the AIM crew or just the ones of MERC? I know there are a lot MERC psychos. I hired two. Every available psycho, okay? So I'm not sure who is a psycho beside the bows I hired. So Razor and Haywire and Mad Dog. Dynamo, okay? So nobody talks about Dynamo. Not yet. So I didn't get
get him. So. Genau, Dynamo kommt nochmal. Dann können wir endlich mit Dynamo fahren. Das war nicht so gut. Okay, falls da jetzt jemand reinrennt, ich glaube, das hilft ja nichts. Die Unterbrechung kriegt ja nicht mehr. Ah, isn't he? Oh no. I guess he's a somehow special guy in 1.13, in the 1.13 version. I looked up for some specialties. So I guess maybe heavy weapons or something like this. So, but doesn't matter in vanilla. I tried to hire Mike, but it wasn't possible. So I couldn't convince him. I tried to lure him with Miguel. So because of his high Führungsstärke. but he wasn't convinced. So I need to kill him. Yeah, it's possible. Yeah, probably because I talked to him with another guy before, and his level was not high enough. Probably I had to talk with Miguel, with him first, and only with him, Miguel. Maybe this would have worked, but yeah, it hasn't. What's up? Yeah. Could be. Could also be the case, yes. That you need to have a friend. Yeah. Possible. Ja, Mike, ich weiß gar nicht, ob ich es damals erzählt habe. Als ich gegen Mike gekämpft habe, der war ja in dem Raketengelände. So, here. I found him here, at the rocket base. Ja, und er war dann nochmal dabei, um die Truppen zu verstärken von Blade Runner. Und ich habe ja versucht, ihn zu konvertieren, anzuheuern. Aber es ging nicht. Ich glaube, ich habe schon das vorgelesen mit Mikes Vergangenheit hier bei AIM in der in dieser Historie, in der Veteranengalerie. Da ist er dabei irgendwo. Inmitten der laufenden Verhandlung über eine nochmalige Solderhöhung wurden die Gespräche plötzlich von Mike abgebrochen, als er darüber informiert wurde, dass sich mehrere Mitarbeiter bereits über seine überzogenen Honorarforderungen beschwert hatten. Sein derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt. So wie ungefähr alles andere über ihn auch. Die letzte schriftliche Mitteilung, die wir von ihm erhielten, wurde in einem kleinen Land abgestempelt, dessen Namen wir nicht mehr wissen. Genau, wir haben es damals gelesen. Ich erinnere mich. Und dann wussten wir natürlich, in welchem Land er ist. In Arulco. Genau, der war der wertvollste Söldner in Jade Alliance 1. Genau, ich glaube, ich habe sogar geguckt, was seine Werte waren in dem
In dem Stream. Damals. Also, was, also der hatte ja auch extrem krasse Werte. Der war ja nochmal besser als der beste jetzige Söldner. Als Gas. Wenn nicht Trevor schon der Beste ist. Inzwischen. Okay. Und ich wollte... Yep. Not insane. I guess the second most. Not sure if I can check this somewhere. Impossible, okay. Okay, so, finish this round. Verdammt. So, der kommt jetzt wieder raus, genau. Meta kriegt seine Chance. Und dann werden wir mal ein Dauerfeuer mit mehreren Kugeln auf ihn eröffnen. Geil. Geil. Okay, ja, das war eindeutig. Das war eindeutig. Okay. So ein Mist. So. Yep. So ein Mist. Wer hat das jetzt gesagt? Sieht irgendjemand irgendwen? Muss ja eigentlich. See. Oder auch nicht. What's up? Okay, dann hätte MadDog das geklärt hier. Lade ich mal seine Cores nach. Dann wissen wir auch, wie viel Munition noch da ist. Yep. Ah, und alle anderen sind jetzt hier. Yep. Ich könnte halt mit Trevor... Ich renne mal mit ihm. Oh, fucking hell. Okay, zu den... Oh, fucking hell. Ist okay. Nächsten Türen und mach die einfach mal auch auf. Ja. Und versuche. Das, denen das Leben da einfach mal. Ja. Fucking hell. Ja. Bin bereit. Den das Leben da einfach ein bisschen schwerer zu machen. Ja. Okay. So, und der Typ da braucht auch irgendwie eine Verarztung, aber ich hab nichts mehr. Ich bin dabei. Also der da. Die Miliz. Geil. Was ist das? Ist sie? Okay. See. Okay. Kann ich mir nicht leisten. Schön, Konrad. Hast du gut gemacht.
Es wird ja nicht besser. Sieht er ihn so auch noch? Kann ich ihn auch schon mal in Position bringen? Ja, have some of the new ones. So, for example, a brain. He, I guess, is one of the wildfire guys. Ja. Okay, Barry kann noch. Ich hoffe, dem passiert jetzt hier nichts, wenn ich ihn davor hole. Der sieht ja alle, aber tatsächlich. Ist es gar nicht so schlecht, da mal die Kisten hochzujagen? Wobei, vielleicht geht denn der Inhalt davon kaputt. Das wäre dann auch schade drum. Okay, wir versuchen es auf die sanfte Art. Okay. Brain in English speaks German. English and Russian. Okay. He speaks everything? Yep. See. So all these languages? Yep. Okay, interesting. Yeah, maybe he's Estonian, okay. Yeah. Okay. Right. I guess I read this. That he is Estonian. Okay. Okay. Ist die Runde schon wieder vorbei, mehr oder weniger? Denn... Yep. Yes. For you. Stuff. Kasachstan. Okay, dann beende ich die Runde. Der Arme. Yep. Of course. I know that country, because Baikonur is also in Kazakhstan, right? I am a map nerd. I like maps for some reason. Oh, right on. Okay, jetzt schon mal die Tür vorbereitet, falls der Yep. Der dahinter gleich die Tür öffnen will, dann. Because of Borat, okay? Yeah, yeah, maybe the Americans know him because of know the country because of Borat. See. Here. Okay, jetzt sieht er leider nichts mehr.
Gute Nacht. His famous swimsuit, right. Very famous. And his cool Impera suit with his over and over with Auden medals. Who's interrupting me? My wife. Okay. Ja? Maria. Maria, so. Das könnte sehr feurig enden. Hallo, P. Na? Have a wonderful evening, P. One daughter. Yep. I have. A daughter. Yep. Yes. What's up? Okay. Er sieht immer noch nichts. Ja. Seltsam. P. The woman near ice. What's up? This one. This is a militia. A mobile militia. So, it's not a merc. So, I have three mobile militias here in the combat. And I guess three other ones are already dead. Here is one. See. Ja. Okay. Hier. So, dann ist die Runde aber auch schon wieder um. Yep. Ich denke, das reicht. Die sind jetzt mehr oder weniger umstellt. Mehr muss da nicht noch mehr Leute reinholen. Jetzt hat Eis eine Unterbrechung. Das ist doch sehr schön. Leider nicht getroffen. Aber verängstigt. Mierda. Okay. Shit. Pass auf, das ist Senfgas. Wow. Nice shot. Hallo, Nata. Verstehst nix? Sorry. Wir reden hier von nicht treffen, dude. Wo triffst du denn? Beine triffst du? Nee, nicht wirklich, ne? Nur Kopf. Aber die Zielgenauigkeit ist nicht so doll. Wir versuchen es einfach mal. Hat nicht geklappt. Ja. Aber. Ich hab's versucht. Die beiden sehe ich möglicherweise nicht wegen des Qualms. Den habe ich nicht getroffen.
Sie. Hier. Na gut, wenn der da rauskommen würde, dann wäre das nicht gut für ihn. Nutz deinen Platz. Blow the barrels. I'm not sure, Steven. Will this box be destroyed if I blow the barrels? Because of this, I do not do it. I did not do it. Destroyer Football. Servus, brauche FOE-Tipps. Geht das jetzt noch um die Zeit? Haha. ja, Destroyer. Kommt drauf an. Yep. Frag doch einfach. Wenn du irgendwas Konkretes hast, kann ich vielleicht helfen. Aber ich mache jetzt das Spiel nicht an. Right on. Okay, dann sehen wir jetzt diese Gegner da auch. Ist ja auch schon mal nicht verkehrt. What's up? Vielleicht... Ja, ich hole mal hier... Chris noch mit... Vielleicht lieber... Oh, wohin denn? Ja, doch, dort. Und abducken. Hör nicht auf ihn, hat Karussell in der Stadt. Ich habe viele LGs stehen, aber habe das Gefühl, dass ich habe nur Mist stehen. Ich kann dafür eher was anderes stellen. Soll ich dann die LGs abreißen oder soll ich erst einmal sie nehmen wahrscheinlich? Kommt drauf an, Destroyer. Also kommt drauf an, was du als Mist bezeichnest. Also es gibt definitiv LGs, die sind halt nicht wert, stehen zu haben. Also zum Beispiel das Kolosseum oder sowas, wenn du, oder das Orakel, wenn du die aufgestellt hast, weil am Anfang dachtest du, die können dir noch was bringen. Am Anfang sind die vielleicht auch noch ganz okay. Dann kriegst du noch ein paar mehr Medaillen und sowas oder ein paar mehr Güter. Aber man, oder Vorräte, ne? Vorräte als Orakel. Aber man merkt dann halt schnell, ja, dass ziemlich viele Eventgebäude einfach viel, viel besser sind. Und da kann man auch sagen, oder ruhigen Gewissens solche Gebäude abreißen. Auch wenn man die jetzt beispielsweise schon auf 10 gelevelt hat. Weil sie sind halt wirklich den Platz nicht wert, den man da benutzt hat. Ne? Also da kann man ruhiges Gewissens dann schon abreißen. Aber yep, andere sind wieder... Vielleicht am Anfang noch nicht so gut, aber werden Stück für Stück besser oder haben auch ihre Qualitäten. Also ich habe zum Beispiel immer noch meinen Leuchtturm stehen und diese ganzen Güterproduktionsgebäude bei FOE. Die mag ich eigentlich irgendwie ganz gerne. Acht, ich brauche eher 12. Wegen dem... Lass ich mal 12 übrig, also darf ich 46 verbrauchen. Ich hoffe, es geht sich aus. Ja. Und dem verpasse ich mal einer, weil der scheint mir hier auf sie zu zielen. Ich möchte ja nicht, dass der doch trifft. Vielleicht schaffe ich dann auch den Kopftreffer, wenn ich so genau zielen kann. Leider nicht. Er braucht 8. Das ist schon mal ganz okay. Inno, Weltraumfrachter, Virgo, Atomium, Kraken, Basilius, Cape. Und den Galaturm wollte ich abreißen. Du wolltest die alle abreißen. Okay, also ich würde... beim Virgo gehe ich auf jeden Fall mit. Atomium. Atomium ist halt schön für die Gilde, ja. Also wenn deine Gilde viel Gildengefechte macht, ist es halt sehr nett, wenn du ein Atomium hast und das dann auch hochziehst, weil das halt sehr viele Gildengüter in die Kasse spült.
auch wenn es dir persönlich fast nichts bringt. Und im Endeffekt bringst du dir dann doch was, weil deine Gilde halt die Gebäude aufstellen kann, die halt sehr teuer sind, gütermäßig. Aber Virgo brauchst du nicht. Also Virgo auf jeden Fall, den Platz kannst du besser nutzen. Also Virgo hat halt wirklich nur einen ganz, ganz geringen Wert. What's up? Ja? See. Here. Das ist halt so ein Brechergebäude. Und wenn man irgendwo durch will, See. Wo man sonst nicht weiterkommt, irgendeine spezielle Stufe der Gildenexpedition oder so, dann ist es halt ganz nice, wenn man dann das Virgo erntet und dann diesen Boost nutzen kann. Aber das fällt auch relativ schnell weg, dass man in so eine Situation kommt, wenn man einfach nur die Eventgebäude aufstellt mit den hohen Kampfkraftwerten, die da einfach drauf sind. Ja, du hast vielleicht ein bisschen viel gebaut. Ich weiß ja nicht, auf welchem Level die so sind. Aber die haben schon alle irgendwie auch einen Nutzen. Ja, also Galataturm kannst du halt nicht geplündert werden, ist halt sehr winzig, produziert dann trotzdem auch noch Güter. Ist nicht so schlecht. Kraken und Cape geben Forge-Punkte, ist auch nicht so schlecht. Let's see explosions. Ja, yeah, probably you will see explosions. Come on. See. Also die haben auch ihre Qualitäten. Alle ungefähr 10. Ja, das ist halt zu niedrig. Das ist halt zu niedrig. Lieber fokussieren und dann Gebäude hochziehen. Ja. Die du gut findest und später dann vielleicht auch nochmal die anderen wieder aufbauen und nochmal hochziehen. Alle würde ich nicht abreißen. Aber guck mal, was du brauchst an Platz und so. Und dann vielleicht erstmal auf die gehen, die am wenigsten bringen. Ja. Also, wenn du jetzt das Virgo abreißt, das Virgo ist ja auch verdammt groß. 100 Nachrichten heute. Wow. What's up? Dann bringt dir das ja auch schon einiges an Platz. Guck doch erstmal, wie viel Platz du brauchst. Bin bereit. Die bringen alle nix. Ja, ganz so schlecht. Ein paar Forschpunkte bringt ja Kraken und Cape schon. Auch auf 10. Cape hat doch schon 10 Forschpunkte auf 10, oder? Das ist doch schon ganz nett. Ja. Gibt natürlich bessere Eventgebäude. Aber wenn du... Es ist halt vielleicht eher ein Grund, das Cape noch stehen zu lassen und andere eher abzureißen erstmal. Ja. Ist halt schade drum, ne? Macht man ungern. Ich würd's vermeiden, wenn es geht. Ja? Also, andererseits, also vielleicht am ehesten die Forge-Punkte-Gebäude stehen lassen, damit du die LGs schneller hochziehen kannst, dann hast du halt immer ein paar mehr Forge-Punkte, die du noch extra einsetzen kannst, um die hochzuziehen. Und so ein Cape auf 80 ist dann auch sehr nett. Oder Inno oder Kraken. 80 plus oder was auch immer die dann sind. What's up? So, okay. Runde ist erstmal um. Die schießen erstmal aufeinander, das ist auch gut. Bin bereit. Ich lasse das jetzt hier mal Fox machen. Und da ist doch schon so eine schöne, kleine... Trifft nicht.
Und die sehen, gehen ja sehr gezielt in die Luft. Ich hätte gedacht, wenn ich jetzt dieses Fass treffe, dass dann gleich die Nebenstehenden auch alle mit hochgehen. Also sie nerven halt, weil ich sie nicht wirklich treffen kann, die Typen dort, ja. Okay, er sieht jetzt durch die Wolke gar nichts mehr. Du kannst ja gerne mal schreiben, was du auf welchem Level stehen hast, Destroyer. Ja. So, sehe ich den? Er sagt Pisse. He says P. Brain says P. Ach so, Tyra, weil du gehst jetzt, ne? Ach so, hast du auch schon geschrieben. Ich habe fast übersehen. Tyra, weil vielen Dank erstmal für die Bits. Und dann gute Nacht. Schlaf gut. Eine gute Reise dir. Und wahrscheinlich dann wieder bis nächste Woche, wenn wir uns dann sehen. Wird eine lange Liste. Dann nenn mal die LGs, die du gerade hochziehst. Also worin willst du denn investieren? Also welche findest du gut? Ich meine, ich finde halt ein Cape gut, zum Beispiel. Das ist immer noch, wenn du halt ein Gebäude hast, was auf dieser Fläche 80 Forge-Punkte produziert, ist es immer noch sehr wertvoll. Okay, du kannst es nicht boosten mit einer blauen Galaxie, aber es ist trotzdem immer noch ein guter Forge-Punkt-Output. Also 8 brauche ich, um wieder wegzukommen. Brain. Ist doch treffen. Yep. Auch Trevor trifft nicht. Trevor landet kein Trevor. Okay, dann versuche ich mal hier mit Konrad. Mal gucken, ob das klappt. Okay. Ein kleines Flämmchen. Advent, Advent. Ein Gegner brennt. Okay. Ja. Eventgebäude bringen teilweise über 20 FP. Chris, das Cape. Baust du nirgends mehr. What's up? Ja, aber Eventgebäude sind halt nicht 60 oder 80 FP. Was bringt denn das Cape? Dienstag, Mittwoch. Ach so, nur Dienstag, Mittwoch. Okay. Klar, du musst halt viele Forge-Punkte vorher investieren, aber ja, dann hast du halt auf einer kleinen Fläche viel FP-Produktion. Ist doch nett. Achso, jetzt ist ja nur noch der hier übrig, der da liegt, der da auf der Erde liegt. Von dem ist ja nicht mehr viel zu erwarten. Der hat ja gerade von seiner eigenen Crew eine Vakuumgranate reinbekommen. Na, dann trauen wir uns mal näher ran. Bin bereit. Seh. Renne ich rein und verstecke mich hinter so einem Explosionsfass. Nein, nein, das mache ich nicht. Okay. Sie. Ja. Hydra KI-Kern. Was war denn nochmal KI-Kern? Blaue Galaxieburg.
A.O. Alka. Okay, also das Beste ist wahrscheinlich aktuell, also das beste legendäre Gebäude ist wahrscheinlich inzwischen, nicht mehr. Früher war es das nicht so, aber inzwischen ist es wahrscheinlich die blaue Galaxie, weil du halt damit extrem hochwertige Eventgebäude doppelt ernten kannst. Also kann ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich das Gebäude ist mit der meisten Forge-Punkt-Power. Wie weit bist du da schon? Bin bereit. Ansonsten ist Burg halt super gut. Bei den neuen kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so wirklich aus. Also Hydra. KI-Kern. Was war nochmal KI-Kern? Blaue Galaxie hast du erst auf 7. Also Blaue Galaxie, zieh hoch. Das Ding ist absolut wert. Es ist aktuell absolut wert. Weil jede Verdopplung verdoppelt halt das komplette Zeug, was aus dem Eventgebäude rauskommt. Und wenn du da so ein 12 Forge-Punkte-Eventgebäude hast und oder 10 davon hintereinander und die alle ernten kannst oder verdoppeln kannst, mehr Einkommen kannst du nicht generieren. Also zusätzliches mit irgendeinem anderen LG. Ansonsten ist natürlich immer Kampfkraft gut. So ein bisschen Abwägungssache. Alka ist vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig. Im Winter-Event, wenn ich das bei Pi richtig gesehen habe, der hat ja schon einen kleinen Einblick ins Winter-Event gegeben. Auf dem Beta-Server, da gibt es dann ein neues Eventgebäude, was, glaube ich, 10 Einheiten auch generiert pro Tag. Auch nicht schlecht. Ist noch ein besseres Mini-Alka. Ist das jetzt richtig in Erinnerung, Pi? Was macht nochmal KI-Kern? Ja. Ja. Okay, Runde umgehen lassen. Ja. Na, wer ist denn jetzt da umgekippt? Ach, der Typ. Ja. Weil der einfach in das Gas reinläuft. Kann ich dem irgendwie helfen? Weiß nicht. Kann seine Senfgas, dass das sogar Schaden verursacht, wenn man eine Gasmaske hat? Ich speichere mal. Maria! Ja, kann ich nicht helfen. Kann ich nicht bedienen. Gehe ich wieder raus. Ja. Okay, machen wir das hier. Bringen wir das hier mal zu einem Ende. Pisse. Pisse. Typ, ey. Der Typ. Okay, eine Frau ruft an. Warum? Da bin ich wieder. Okay. Also jetzt ist es ja eh gleich zu Ende. Feuerstoß lohnt nicht. Er hat nur noch 2 Patronen da drin. Ah.
Yep. Komm, ihr schafft das. Ich glaube an euch. Oh, nein. Nein, du siehst ihn nicht mehr. So. Steht nicht mehr auf. Was ist das? Was ist das? Wir haben Triumph! Feinde, sie seien tot! Ja. Ja. Okay. Ist der jetzt hier auch tot? Sieht so aus. Aber ich sehe keine... Ich sehe keine Leiche. Ah, er hat's überlebt. Puh. Die Miliz hat's überlebt. Jetzt habe ich eine Elite-Miliz und zwei gute. Okay. Dann gehe ich gleich noch ernten. Wie spät ist es denn jetzt? 22.37 Uhr. Okay. Geht noch. Kann ich noch ernten gehen? Die Herren lagert eine Menge Sachen in diesem Lagerhaus hier. Ich bin nicht ganz sicher, was. Ich meine, ich war nie drin, aber ich vermute, es sind Sachen, die sie für ihre Ausbildung brauchen, die Schweine. Ja, Ira weiß Bescheid. Okay, ich würde halt Antomium, Würger, Kraken, Basilius, Inno, den Weltraumfrachter und halt vielleicht auch noch den Galatotum abreißen wollen. Brauchst du diesen ganzen Platz? Das ist halt die Frage. Brauchst du diesen ganzen Platz? Also ich würde... sowas wie den Weltraumfrachter, den will man eigentlich haben für die Verhandlung, weil der macht halt auch ganz gut für FP und alles andere. Kraken macht halt auch ganz gut FP. Inno ebenso. Die sind auch groß, ja. Aber wenn du sie hochziehst, machen sie halt gut FP. Das dauert halt noch sehr, sehr lange, bis du sie wirklich hochgezogen hast. Das ist halt die andere Frage. Ja, Verhandlung machst du eher weniger. Okay, das mag sein, aber es lohnt sich schon, diese täglichen Verhandlungen für den Weltraumfrachter zu machen. Und ich weiß nicht, in welchem Zeitalter du bist, aber ich jetzt bin, glaube ich, im vorletzten oder vorvorletzten. Und da ist es schon ganz gut, weil man auf der Karte einfach auch so Gelände hat oder so Ressourcen hat, die man erstmal freikämpfen oder frei verhandeln muss. Und da kann ich die Verhandlung von Weltraumfrachter mal gut unterbringen. In der OZ, was bin ich denn? Jupiter, glaube ich. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich mach's eh gleich auf. So, ich mache jetzt erstmal hier die Kisten auf. Und dann werden wir nochmal gucken, was wir dann Tolles an Loot haben. Alright. Und in Wahlstrand. Ja, Wahlstrand ist ein hartes Pflaster. Alright, on. Ein sehr aktiver Server. Nichts drin? Nichts drin? Ich lass mal Barry. Ja. Wo ist denn Barry? Der ist irgendwie weggerannt. Sie. Oder vielleicht sogar Mad Dog. Mad Dog. Ja, ich mach das mal mit Mad Dog. Palim. Oh, danke dir. Danke dir, Destroyer. Yep. Dass du mir folgst. Ab morgen bist du in einer neuen Gilde. Eine gute Gilde? Eine... Oh, das sollen andere machen. Einer, den ich nicht leiden kann. Nee, du machst das, Mad Dog. Ich möchte ja, dass du lernst. Ich möchte, dass du lernst, Fallen zu entschärfen. Heil!
oder noch besser darin wirst, und Türen zu öffnen. Hey. Oh, das sollen andere machen. Einer, den ich nicht leiden kann. Ja, und wenn du in so einer Gilde bist, wird es sicherlich gern gesehen sein, wenn du... wenn du sowas wie... ein Atomium hast. Für Gildengüter. Oh, das sollen andere machen. Einer, den ich nicht leiden... Kannst du ja vielleicht auch nochmal fragen, ob das vielleicht sogar notwendig ist, also dass du mittelfristig irgendwie Atomium baust. Das war also bei uns war das zumindest so. Ja, er hat Technik gewonnen. Das sollen andere machen. Einer, den ich nicht leiden kann. Dass Atomium nicht notwendig war, aber gern gesehen. Und was notwendig war, war auf jeden Fall die Arche hochzuziehen und das Observatorium auf 80. Genau, das haben wir irgendwann eingeführt wegen der Gildengefechte. Oh, das sollen andere machen. Und jetzt brauchen die halt noch mehr Güter, die Gildengefechte. Von daher... Das sollen andere machen. Einer, den ich nicht leiden kann. Ja, das ist doch schon mal gute Basis. Hey. Ich hab die Falle vergessen, ist aber nicht schlimm. Okay, das lagern die hier also. Raketenwerfer. Irgendwelche absurden Raketenwerfer. Verdammt. Okay. Die sehen sehr lustig aus. Oder sind das nur Raketenanhänger? Verdammt. Hey. Was? Sehr schön, Madoc. Nix. Nix. Machst du noch die ganzen restlichen Kisten auf? Was? Traumaplatten auch nett. Was? Nix. Was? Was? Das wird schon mal gut sein, dass du die hast. Verdammt. Die legendären Gebäude. Verdammt. Aber es ist vielleicht nicht schlecht, wenn du da gleich mal fragst, bevor du dein Atomium abreißt. Okay. Und sie dann sagen, ja. Das wäre gut, wenn du dann auch das Atomium ausbauen würdest und du das gerade erst abgerissen hast. Oder so. Kannst ja auch mal bei den anderen Gildenmitgliedern gucken, was die so haben. Ob die das Atomium bauen. Bringen diese neuen auch Gildengüter? Ich glaube, da sind auch welche dabei, ne? Oder sind das nur... Sind es nur Eventgebäude gewesen, die noch Gildengüter gebracht haben? So, dann schauen wir mal in die Beute. Achso, erstmal Rucksäcke wieder aufnehmen. Das sieht doch hier nicht schlecht aus. Was ist das denn Schönes? Einer dicke Dragunov. Ein hübsches Scharfschützengewehr. Das war 63. Ist natürlich schon ganz schön alt. Die Dragunov, aber trotzdem glaube ich eine sehr gute Waffe. Ein sehr gutes Scharfschützengewehr. Da können wir, glaube ich, andere Scharfschützengewehre mit ersetzen. Ja. Verglichen mit der Remington ist es sogar ein bisschen schlechter, aber die Remington ist ja auch nicht übel. Aber sowas wie die Scout, irgendjemand hat noch eine Scout. Sowas. Haben alle kein Atomium. Na dann. Hydra bringt Gildengüter. Naja, dann ist es wahrscheinlich mit der Hydra auch besser.
Weil die Hydra bringt dir persönlich wahrscheinlich dann auch noch Vorteile, irgendwelche Kampfboni oder so oder Forge-Punkte. Dann ist es vielleicht ausreichend, wenn man noch die Hydra baut. RPG. Die restlichen Waffen sind so lala. Die ist, glaube ich, noch ganz gut, die SIG. SIG-Sturmgewehr, das hat sogar schon zwei Modifikationen dran, weil die Reichweite nicht besonders gut ist. Und ich hatte irgendein Gerät, was man nur an die SIG, glaube ich, anbringen kann. Irgendwo. Ja. Mal gucken. Lohnt sich der Markusdom? Nein. Ja, weiß ich auch nicht. Würde auch nicht so pauschal Nein sagen zum Markusdom. Markusdom hat ja die Münze im Namen oder die Vorräte, diesen Booster dran. Und bringt dann auch noch ein paar Güter. Ja, ich habe den Markusdom noch. Und ernte den auch immer fleißig so als erstes. Oder mit als erstes, zusammen mit dem Leuchtturm. Also Markusdom und Leuchtturm haben halt diese Vorrats- und Münzbooster. Nicht Güter, Vorrats- und Münzen. Vorräte und Münzbooster. Ich weiß nicht, ob man noch irgendwann mal in Bedrängnis kommen könnte mit Vorräten und Münzen und wie du da stehst, Destroyer. Ich kenne das aber von Rise of Cultures, was ja auch ein anderes Inno-Game ist, dass man da schon hin und wieder Probleme hat, was Münzen und Vorräte angeht, weil die einfach in den nächsten oder den späteren Zeitaltern dafür da richtig zuschlagen und richtig viel Münzen verlangen. Und die mal schnell auf Null runterwandern, wenn man da nicht aufpasst. Ich weiß halt nicht, wie das bei FOE gerade ist. Ob es da in den Zeitaltern sehr teuer wird. Oder ob das bei den Münzen keine große Rolle spielt. Ach, die Westen sind leider beide nicht so gut. Schade. Okay, aber ich denke, eine ganz nette Ausbeute. Auf jeden Fall die Dragunov und bei der SIG finden wir bestimmt auch einen guten Söldner noch, der so eine brauchen kann. Ansonsten gibt es hier auch gleich für Carlos. Nicht Carlos, sondern Konrad. Ach, der hat schon ein Nachtsichtgerät. Ihm gleich ein Level 2 geben, ein Level Up. Denn Chris hat 3. Denke ich auch gut so. Möchte ich denn noch ein Level 2 geben? Iggy vielleicht, der hat schon. Miguel Kredenz. Und das hat, glaube ich, Konrad auch noch nicht, so eine Gasmaske. Bei Barry kann ich die erstmal wieder runternehmen. Ja, doch, Konrad hat auch schon eine Gasmaske. Traumaplatten hat er noch nicht. Naja, aber das mache ich dann wieder separat, würde ich sagen, mit den Brille hat er noch nicht, mit dem Looten. Und dann muss ich ja tatsächlich dieses Mal auch ein paar Leute verarzten. Carlos wird dann auch mal richtig wieder verarztet, dass er dann wieder seine ganzen Werte hochbekommt. Aber an der Stelle würde ich jetzt sichern und mal rausgehen und mal gucken, wie das bei mir so ist in der Stadt bei Forge of Empires. Noch ein bisschen auf deine Fragen eingehen.
Genau, also ich mache das dann wieder separat. So. Kann ich auch ein bisschen reingucken. Je Zeitalter, weil das von den Münzen teurer, aber ich habe genug. Okay. Ja, kann sein, dass die nicht mehr wirklich notwendig sind. Also ich habe den Leuchtturm auf 82. Das ist halt sehr, sehr gut. Ist halt eine sehr, sehr krass, ein sehr, sehr krasser Bonus. 510% auf 40 Produktionen. Das ist halt schon krass. Und ich ernte halt die beiden immer dann, wenn ich auch die Gesamternte habe. Und dann kriege ich halt diesen 500%igen Bonus auf die Gebäude, die hier schon Vorräte liefern, unter den Eventgebäuden. Und dann lohnt sich das halt auch richtig doll. Das ist ja hier dann das Gleiche. Für die Münzen über 600% oder 600%. Ja, das lohnt sich dann schon. Und jetzt, wenn ich hier so noch Schmieden übrig habe, dann sind auch die ganzen Versuche dafür verbraucht. Das heißt, davon geht dann nichts ab in den Bonus, was ja verschwendet wäre mit den Schmieden. Na, die Schmieden sind ja nur zum Abschluss von Quests da. Meine Stadt ist ja ein bisschen veraltet, weil ich ja ein Jahr lang nicht gespielt habe und ich habe noch nicht so wirklich umgerüstet. Der Saatguttresor ist insofern gut, weil man jetzt diese, also am PC ist es ja auch kostenfrei, wenn man hier über die Sterne helfen macht. Und dann geht es ja auch sehr schnell. Ich glaube, es sind nur 4, ne? Kann ich ja alle machen. Und der Saatgut-Tresor hat ja eine gewisse Chance, dass man dort diese helfenden Hände bekommt. 13%. Und unter den helfenden Händen hat man eine 1%ige Chance, dass man Diamanten bekommt. Und das ist halt, wenn man regelmäßig motiviert, nicht schlecht. Je nachdem, wie viele Freunde und, also wenn man eine große Gilde hat, viele Freunde hat und die motiviert man ja quasi oder kann man ja täglich motivieren. Und dann den Rest der Nachbarn, die man nicht bekämpft, kann man theoretisch auch noch motivieren an dem Tag. Und überall hat man halt eine 13%ige Chance, dass man überhaupt irgendwas bekommt. Und dann nochmal eine 1%ige Chance, dass man bei irgendjemandem davon 50 Diamanten bekommt. Genau, und das ist halt auch ganz nett, um die Diamantenproduktion in der Stadt ein bisschen zu steigern noch. In der Hauptstadt. Genau. Deswegen haben den wahrscheinlich auch viele. Ich habe den deshalb damals gebaut und hochgezogen. Ja. Auf 83. Warum auch immer auf 83, keine Ahnung. Kann man auch noch weiter hochziehen. Ja. Komm noch auf den FOE Olymp Destroyer, falls du Discord hast, weil ich da gerade die Werbung dafür sehe. Auch der Pi macht regelmäßig, oder nicht regelmäßig, sondern eher unregelmäßig, aber öfter Forge of Empires Videos, den du vorhin schon gelesen hast, und Streams. Und falls du Discord hast und auf diesem FOE Olymp, gut, bist, dann kriegst du immer eine Meldung, wenn jemand von den FOE-Streamern online geht, den deutschsprachigen. Genau, das sind halt entweder ich oder Armin oder Pi oder Josie sind jetzt da noch übrig, mehr oder weniger. Genau, und die kannst du natürlich alle fragen, wenn du irgendwas hast. Denke ich mal, Pi, oder? Bestimmt. Genau, Chris Schuh macht ja leider nicht mehr und auch Falco nicht mehr. Schon lange nicht mehr.
Genau, also Falco ist... Mir fällt gerade der Falke Nummer 1, aber wie war sein... Wie war denn sein... Sein YouTuber-Name? Oder ist sein YouTuber-Name? Genau, FOE Tipps ist nicht darunter. Der ist nicht dabei. Bei der Crew. Zocket. Zocket. Genau, falls die nochmal einen Stream machen sollten. Zocket oder Chris Schuh, dann genau, Zocket. Dann ploppt es da auch auf. Ja, würde ich auch noch nicht stellen. Den Saatgut-Tresor. Der lohnt sich halt auch erst dann, wenn er hochgezogen ist. Also ich würd warten. Konzentrier dich auf die besten legendären Gebäude. Das Beste ist wahrscheinlich aktuell die Blaue Galaxie. Zieh die hoch. Ne? Hier, 70% bei 15 Produktionen eine Verdopplung zu bekommen. Das ist jetzt auf Stufe 92. Also es gibt dann bei, ich glaube bei irgendwas in den 80ern oder so, gibt es diese 14 Mal und bei 92 gibt es dann noch ein 15. Mal Verbesserung. Also dass man 15 Produktionen verdoppeln kann. Und das ist halt mega gut. Wenn du alle neuen Eventgebäude hast, ist es richtig stark. Und die Boro Kimeji natürlich, die ist halt auch super stark. Und genau gleich super stark ist halt auch der Weltraumfrachter eigentlich. Ne? Nur, dass du da eben Verhandlungen machen musst, 10 am Tag. Ist aber der gleiche Wert. Also die gleiche Beute, die du da holen kannst. Und es lohnt sich schon. Aber du solltest dich konzentrieren. Auf bestimmte LGs. Dass du erstmal die hochziehst und dann mit dem nächsten quasi anfängst. Manchmal hat man da ja so eine gewisse Pause, weil man warten muss, dass andere einzahlen und sowas. Dann kippt man währenddessen immer das, was noch übrig ist, in ein zweites legendäres Gebäude, was man parallel noch fördern will, was einem am zweitwichtigsten ist. Zum Beispiel ist es die Hydra. Kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Wie gesagt, ich hatte ein Jahr Pause, deswegen kenne ich mich mit den neuen legendären Gebäuden nicht wirklich aus. Aber die sind ja alle drei sehr gut, glaube ich. Also bis auf das eine, was Defense-Bonus bringt, was aber auch wiederum jetzt für die Gilden-Expedition Stufe 5 wichtig wird. Genau, aber... Aber auch das brachte ja Fortschritte, glaube ich. Also von daher ist es auch nicht schlecht. Genau. Aber guck mal ruhig, was so die besten sind. Also wenn du die Blaue Galaxie jetzt zum Beispiel noch nicht auf diesem Sweet Spot dort hast. Ach, 91 scheint der Punkt zu sein. Dann habe ich das nun einfach noch eine Stufe weitergebracht. Da gibt es ja immer so Stufen, auf welche man die bringen sollte. Wo sich dann immer nochmal einmal mehr lohnt. Weiß ich jetzt gar nicht, welche das so sind. Mal eben. Genau. Also wenn du die jetzt auf 7 hast, hast du, glaube ich, gesagt, die Blaue Galaxie. Ne, auf 9, es ist halt nochmal eine Verdopplung mehr. Und dann geht's halt, wird's halt schnell besser erstmal. Bis hier. Bis 67. Und dann braucht man sehr lange. Dann braucht man bis 91, dann kriegt man noch den 15. Versuch.
Das heißt, auf 67 lohnt sich das schon hochzuziehen. Gerade hier ist ja dann, geht es ja dann auch sehr schnell in den gewissen Stufen. Und irgendwann, wenn man dann noch viel übrig hat und alle anderen legendären Gebäude schon hochgebracht hat, die man hochbringen wollte, dann lohnt es sich dann nochmal den Ausbau auf 91 zu machen, um halt noch diesen 15. Versuch zu bekommen. Also Lohn in Anführungszeichen, also je nachdem, wie viel man spielt, ne? Also nach ein paar Jahren ist es dann halt so weit, dass man irgendwie gucken muss, dass man seine Forge-Punkte irgendwie unterbringt und dann macht man das so. Mach das. Blaue Galaxie ist halt sehr geil. 26 hast du dann 9 Versuche. 32 dann 10. Hier wird es ja dann auch sehr einfach, das zu leveln, ne? Weil der Eigenanteil dann so niedrig wird. Genau, also ich bin bei der Arche bei. Mach die Arche jetzt weiter. Bin jetzt bald bei 152 oder nähere mich der 152. Wobei es natürlich wahrscheinlich auch sinnvoll wäre, mir diese neuen LGs mal zuzulegen, aber ja. So lala. Ach nee, die sind alle auf den Straßen. Ah. Genau, also ich weiß halt, wie gesagt, noch nicht so wirklich, ob ich dann weiterspiele, wenn das Event zu Ende ist. Oder ob ich dann meine Pause weiterführe. Ich tendiere immer noch eher zu zweiterem, dass ich dann weiter Pause mache. Ich will nur gucken, was ich erreichen kann mit der Taktik, die ich jetzt für das Halloween-Event ausgeknobelt habe und wie weit ich damit komme. Genau. Ansonsten mache ich eher so Spiele dann weniger FOE, als dass ich mir angucke, was es da Neues gibt. Genau, weil mir das halt in vielen Fällen zu aufwendig geworden ist. So gerade Gildengefechte, da habe ich nicht so Lust drauf, ehrlich gesagt. Nicht mehr. Das habe ich lange genug gemacht. Ein paar Jahre in der Leitung dort und auch in der Gildenleitung. Und irgendwann brennt man aus. Nur 3000 Punkte schaffen, dann hast du es auf der vollen Stufe. Galaxie Blaupausen. Ja, das ist durchaus ein Problem, wenn andere gerade nicht fördern, ne? Also auch in der neuen Gilde vielleicht einfach mal rumfragen, wer die blaue Galaxie vielleicht noch nicht hat. Oder wenn sie haben. Gute Nacht, Onata, schön, dass du da warst. Schlaf gut. Also wenn deine anderen Gildenkollegen die blaue Galaxie haben und sie vielleicht auf 67 ist, dann vielleicht mal rumfragen, na, magst du nicht vielleicht deine blaue Galaxie mal auf 91 ausbauen und um dir den 15. Versuch zu holen? Und vielleicht sagt derjenige, ach ja, hatte ich eigentlich schon lange mal vor. Und dann kannst du sagen, ja, ich hole mir gerne immer Platz 1. Oder ich belege gerne immer Platz 1, weil ich möchte meine Galaxie ausbauen und brauche die Blaupausen. Also musst du einfach mal durchgucken. Das ist halt so, ne, gewisses Risiko bei so einer starken Gilde, dass die alle ihre Galaxie schon hochgezogen haben, vielleicht. Und die aktuell gar nicht mehr gefördert wird bei deinen Kollegen. Sozusagen. Und Kolleginnen. Das ist ein gewisses Risiko. Aber vielleicht kann man sie halt animieren, die Gildenkollegen da nochmal eine Stufe draufzulegen. Oder sowas. Ich gerade bei 67, da kostet ja auch der 68. fast nichts. Ja.
sowas kann man vielleicht auch schnell mal erfragen. Sagen vielleicht auch dann gerne und schnell ja, mache ich, kein Problem. P1 in der Galaxie, das ist schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Okay. Ja, für diese Stadt-Dinger gibt es hier immer noch keine wirklich gute Lösung, ne? Die zu finden. Das mit dem... mit dem Alcatraz irgendwie durchziehen, das hat bei mir nie so wirklich geklappt. Das hat ja mal irgendjemand empfohlen. Ah, Halloween-Szene. Gut, dass ich sie gefunden habe. Schlecht, dass da noch drei andere sind, die ich schlecht sehe. Nee. Genau. Schade, 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 schade. Muss ich drei liegen lassen? Da sind bestimmt noch mal Halloween-Szene drin. Ärgerlich. Ich sehe nicht, wo die sind. Die Bäume und der Riss in der Straße. Ja, definitiv. Würde ich auch machen. Burg auf 58. Das mit der 91, das kann noch lange warten. Das ist nicht so wichtig. Dann lieber erstmal andere LGs hochziehen. Hier mein Cape. Das bringt einfach mal 80 Forge-Punkte auf einer Grundfläche von, was ist das? 5x6 oder so? 4x5. Das ist gut. Das ist verdammt gut. Aber es ist halt erst verdammt gut, wenn das so ausgebaut ist. Und dein Keeper ist auf 60 und du willst es abreißen. Das bringt doch auch schon 60 Forge-Punkte. Aber da kommen doch auch legendäre oder Eventgebäude noch gar nicht ran. Auch mit der Grundfläche nicht. Dass sie so viele, selbst wenn du die verdoppelst. Klar, das hat jetzt keine anderen Werte. Es hat nur den Forge, nur die Forge-Punkte. Aber ich würde es nicht abreißen an deiner Stelle. Also die Forge-Punkte-Effizienz ist schon sehr gut. Immer noch von dem Cape. Fraglich ist halt sowas wie der Friedensturm. Der bringt halt Güter. Achso, die fliegende Insel ist auch so eine Sache, ne? Ich weiß nicht, ob du die hast oder den Relikt-Tempel. Die sind halt auch ganz nett jeweils. Aber auch nur ganz nett. Kraken bringt auf 80 auch 64 Forge-Punkte. Und eine ganz gute Kampfkraft, aber das nutze ich halt auch wirklich kaum. Ne? Es sind halt auch nur diese 24 Versuche. Ich achte halt nicht drauf. Halt 64 Forge-Punkte Produktionsstelle. Gibt's noch? Arktische Orangerie hat halt auch noch den Bonus auf die Angriffskraft, auf die kritischen Treffer. Von daher ist es doppelt gut. Ja. Ja, naja, ich hab sogar noch die Hagia Sophia, 48 Forge-Punkte auf Stufe 80. Habe ich alle nicht abgerissen. Aber auch 48 auf der Grundfläche. Ja, ich glaube, auf der Grundfläche, da gibt es jetzt, wenn man da mehrere von diesen neuen Eventgebäuden hat, gibt es Besseres. Ah, schau mal an, hinter der Hagia Sophia.
Da versteckt sich auch noch was. Zumindest einen noch gefunden. Vielleicht sollte ich hier mal noch mehr wegziehen. Ja, die AO ist schon gut. Wegen dem. Dem kritischen Trefferbonus. Aber zieht halt auch nicht immer. Zieht ja nur, wenn du gegen gegen Einheiten desselben Zeitalters kämpfst. Ja. Und da hat man halt auch oft Möglichkeiten, wo das nicht hilft. Überlege gerade welche. Na, wenn du zum Beispiel gegen die Nachbarn kämpfst, wenn die jetzt noch nicht im selben Zeitalter sind oder wenn die Einheiten in der Verteidigung haben, die nicht im selben Zeitalter sind, oder wenn man in der Gilden-Expedition kämpft, da sind ja die Einheiten auch erst aus dem vorherigen Zeitalter, da zieht dann der Bonus auch nicht. Aber es gibt halt sehr viele Gelegenheiten, wo es einem einfach auch zieht. Von daher. Ja. Ja, ja. Lass mich mal überlegen. Welche legendären Gebäude lohnen sich dann so am meisten? Also aus meiner Sicht ist es die Blaue Galaxie, Bukimeji, Weltraumfrachter, die Kampf-LGs, die Arche natürlich, das Alcatraz verliert an Wert. Der Saatgut-Tresor ist interessant, das Château Frontenac ist interessant, beide für Diamantenproduktion, aber nicht wichtig. Nicht wichtig für einen Kämpfer erstmal. Kann man dann angehen, wenn man alles hat, im Grunde. Fliegende Insel und Relikttempel natürlich, aber auch nachrangig. Andere sind da halt auch besser. Und die neuen. Die drei neuen. Stargazer ist auch nicht so wichtig. War früher die einzige Quelle für Güter, oder eine Zeit lang, für Güter des vorherigen Zeitalters. Aber das kommt ja inzwischen sehr oft vor. Und es gibt ja inzwischen auch Gebäude, die des nächsten Zeitalters Güter bringen. Ja. Also Eventgebäude. Also von daher ist der nicht mehr so wichtig. Früher war der mal recht wichtig, so als Quelle für Güter des vorherigen Zeitalters. An sich ist der halt auch nicht so groß. 5x5, ne? Ich habe noch genügend Platz hier unten, den ich mal effektiv ausnutzen muss. Und die Karusselle kann ich mal löschen und sowas, ne? Wie Pi schon richtig sagt. Also ich habe diverse Altlasten noch, sozusagen. Aber, genau, vielleicht kümmere ich mich da irgendwann mal drum. So, und ich habe auch noch dreimal vom Weltraumfrachter die diplomatischen Geschenke zu holen. Von daher, zack, einmal 50 Forge-Punkte. Na, mehr ist leider erstmal nicht. Gut, ich ernte das jetzt aber wahrscheinlich auch gar nicht mehr heute. Nee, ich werde jetzt Schluss machen. Okay. Destroyer. Dann wünsche ich dir viel Erfolg bei den nächsten Baumaßnahmen. Reiß nicht zu viel ab, sage ich mal so. Nur das, wo du den Platz brauchst, erstmal. Also bei den legendären Gebäuden, die du später vielleicht wieder aufstellen würdest, wenn du die Zeit hast, die auch wirklich auszubauen. Da reiß vielleicht
noch nicht alles ab. Von Markus Dumm und Leuch, die lohnen sich. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht mehr sagen. Ganz ehrlich. Haben halt wirklich einen gewaltigen Boost auf diese Münzproduktion und Vorratsproduktion. Und wenn man die erntet, bevor man die Gesamternte macht, auf den ganzen Eventgebäuden, dann kriegt man halt die Verdopplung auf den Eventgebäuden, die eh schon viele Vorräte produzieren. Und ich glaube, dann braucht man sich zumindest nie wirklich Sorgen machen, dass man irgendwann mal in den Münz- oder Vorrätemangel kommt. Wenn man diese Boni da drauf hat beim Ernten. Ich weiß halt nicht, ob es wirklich noch notwendig ist oder ob es eigentlich vergebene Liebesmühe ist sozusagen. Aber wenn ich meine tägliche Ernte habe, dann sammle ich erst Markusdom und Leuchtturm ein. Dann die blaue Galaxie, dann gehe ich mit der blauen Galaxie die effektivsten Gebäude durch, die der FOE-Helfer mir anzeigt. Und dann den ganzen Rest. Genau. Und dann verdoppelt halt, oder nicht verdoppelt, oder doch, nee, ver-500 und fünffacht mein Leuchtturm von Alexandria alle Vorratsproduktionen bei 40 Gebäuden und ver-600-fach der Markusdom die Münzproduktion bei ganzen 90 Gebäuden. Was wahrscheinlich so ungefähr alle sind dann beim Ernten. Genau. Ja, aber ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, ob die wirklich noch wichtig sind oder so. Ich sammle halt auch gerne Güter. Sagen wir mal auch das. Von daher würde ich ungern güterproduzierende Gebäude abreißen. Ist halt auch ganz nett. Die Vorräte auch in den tieferen Zeitaltern und sowas aufzustocken. All das kann man dann irgendwann spenden, weil die Gilde da irgendwie Bedarf hat. Bei der Gildenexpedition kommt es ja darauf an, wo man einen Spieler hat. Gildengefechte natürlich. Genau. Und da hat man dann ja auch Kosten in diesen Zeitaltern. Und wenn dann eben Spieler in... Was ist das hier? Keine Ahnung. 3 unter meinem Zeitalter. Was ist das? Ich bin in Titan. Genau, Titan bin ich. Bin ich Titan? Nee, bin ich ja noch nicht. Ich bin Jupiter. Genau, 1, 2, 3. Ich glaube, Marsgüter produzieren die jetzt. Wenn dann andere im Mars sind, dann werden halt auch manchmal Marsvorräte fällig für die Gebäude, die in den Gildengefechten gestellt werden müssen. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man da zusätzliche Güter noch hat, die man spenden kann, die man einfach so reinkriegt. So nebenbei. Dann auch gerne 3 Zeitalter zuvor. Und bei dir, naja, ich wollte jetzt sagen, bei dir eh noch, weil wenn du arktische Zukunft bist, dann kriegst du ja noch Güter, die im GVG relevant sind. Und deine Gilde spielt vielleicht noch GVG, aber das Feature wird es ja dann auch bald nicht mehr geben. Und dann ist dann die Frage, wie das bei den bei diesen neuen Gilden-Feature sein wird und was man da für Güter abgeben muss. Falls man überhaupt Güter abgeben muss. Ja, gerne. Ich beantworte wirklich gerne Fragen. Und versuche gerne Leuten weiterzuhelfen. Ja. Okay, wenn ich dir weiterhelfen konnte, dann ist es schön. Gut, aber ich mache jetzt Feierabend, denn ich werde früh aufstehen müssen. Deswegen gehe ich jetzt mal in den Endbildschirm. Wenn ich jetzt hier schon gar nicht mehr Jagged Alliance 2 gespielt habe, aber größtenteils ja schon. Und schau mal, wo wir hinraiden können.
bei Twitch. Wer da noch da ist. Soon ist da, aber der spielt irgendein Spiel. Battle Bad Pack Battles. What the fuck? Der macht gerade keine Musik. Ja, dann würde ich eher zu Firefox raiden. Der spielt Control, was ich auch nicht kenne. Oder was mir jetzt zumindest nichts sagt. Und der kann eher Follower brauchen, falls euch das Spiel gefällt, falls euch gefällt, was er streamt, wie er streamt. Der ist eh nur noch zwei von euch da. Ihr könnt dann gerne nochmal rüber raiden mit. Dann gibt's noch ein paar. Gibt's noch ein paar Kanalpunkte und irgendwann werde ich auch wieder Kanalpunkt-Sachen machen, denke ich mal. Okay, Leute, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Einen schönen Feierabend, ja. und dann raide ich rüber zu Firefox. Und wir hören uns dann möglicherweise irgendwann in der Woche. Ich habe auch die Woche noch Elternabende und sowas. Mal gucken, ob das klappt. Oder nächstes Wochenende. Gut, na dann. Bis dahin. Schönen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Bits. Und vielen Kommentare. Und dann bis bald.